Ja, normal eigentlich ist meine Lieblings-App, um so Situationssachen zu erklären, immer Cache, aber da Cache aktuell nicht gespielt wird, wird es erstmal Inferno. Genau, so ein paar Maps durch. Genau. Ich wollte halt so ein bisschen mal reden und da können auch alle einfach Feedback geben im Chat, soll ja auch eine Diskussion werden, falls einer eine andere Meinung ist. Und auch vielleicht sogar noch einen Hinweis aus dem Chat hat, man sagt, ja, bei mir ist meistens so und so, oder ich habe gemerkt, dass die Gegner meistens so reagieren. Das Thema Rotation und Anker, die hängen auch beide eigentlich gut zusammen, weil du immer am Spot. Das am Sp alle ein bisschen Lärm. Genau, weil er macht das halt zusammenhängt. Das ist meistens ein, der ankert und dann macht Call die Kombi B und ein, der halt dann hin und her rotiert und was die zwei Aufgaben sind von den zwei Spielern. Das kann man bei Inferno euch ganz gut auch, finde ich, zeigen, weil es oft die Situation gibt. Also ich spiele meistens B in meinem Team. Ich habe auch schon A gespielt, aber jetzt in letzter Zeit war ich immer B. Und bin auch meistens derjenige, der dann oft City Base spielt und dann rotiert und meinen Spieler am B alleine lässt. Was wichtig halt ist, ist als Rotierer, dass du. Ist ja klar, was deine Aufgaben sind. Und was eben nicht deine Aufgaben sind. Weil ich zeig mal kurz, was ich oft gesehen habe. Wenn es jetzt auch darum geht. Jetzt nehmen wir an. Wir haben zu zweit B gespielt. Einer steht hier, einer steht vielleicht irgendwie Spot. Und jetzt sterbe ich. Es stirbt vielleicht einer von den B-Spielern. Zum Beispiel jetzt hier an der Base, der stirbt. Und der am Spot lebt noch. Und die Gegner kommen gerade drauf. Das heißt, vielleicht konnten die so ein bisschen aufhalten, konnten Molly, haben ein paar Sekunden rausgeholt. Jetzt kommt derjenige, der von Arzt als erstes schiebt. Und ganz oft sehe ich einfach dann, wie er dann ankommt. Mit am Spot lebt noch und er sprengt halt einfach nur so durch. Das heißt ja bei allen Maps, überall, wenn einer ankommt, dann denke ich, okay, geil, ne Smoke kann ich durchsprengen, vielleicht lag ich ein paar Leute weg. Das würde ich zum Beispiel eigentlich nie machen, außer ich habe kein Utility. Dann ist es vielleicht die beste Hilfe, die ich meinem Mate geben kann, wenn er am Spot noch lebt. Oder wenn wenn mein Mate schon tot ist, dann eben auch zu sagen, ich kann mal vielleicht durchsprayen. Und danach muss ich aber was halten. Also im Endeffekt musst du als Rotierer erstmal auf dem Weg schon, also sagen wir, ich bin auf dem Weg vom A und es heißt es ist B. Dann sollte ich aufs Radar schauen und werfe jetzt einen Blick aufs Radar und gucke, ich mache vielleicht meine Cam mal weg. Also ein bisschen mit nachverfolgen. Und so ein bisschen was davon sieht. Muss er jetzt abschätzen, wie stehen meine Mates da? Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sehen würde, dass ein Mate von mir am Y steht hinten. Oder ja, oder vielleicht im Dark. Dann weiß ich zum Beispiel, okay, wenn ich schnell genug da bin, kann ich dem noch helfen. Jetzt aber als Beispiel bei den Mates irgendwie an der Ruin steht, an der Base steht, dann kann man auch gleich mal eine Flash anbieten. Aber da weiß ich in der Regel, okay, wir werden vermutlich einen Retake spielen. Und kann schon mal gucken, wo stehen die und dann einfach koordiniert sagen, was ich an Granaten habe und den Retake spielen. Wir nehmen das Beispiel an, ich sehe, dass einer am Y noch ist und der andere B-Spieler entweder tot ist oder vielleicht auch abgesmoked ist. Das heißt, ich komme hier schon an und sollte eigentlich schon auf dem Weg sagen können, mein Mate am Y, hey, ich bin gleich da, ich kann ja gleich flashen. Dass der am Y zum Beispiel weiß, okay, sollte ich jetzt eher versuchen, noch mehr Zeit rauszuholen, einfach zu überleben, oder sollte ich eher versuchen, einfach noch einen Kill rauszuholen und dann zu sterben? Weil auch für den ist halt wichtig, okay, bekomme ich jetzt noch gleich Support oder bin ich komplett auf mich allein gestellt? Weil dann mache ich entweder halt einen schönen White Peak und hole halt vielleicht noch mit gutem Glück und gutem Aiming ein, zwei Leute oder halt, ich versuche es ein bisschen defensiv zu spielen, ein bisschen zu baiten, dass sie mich anziehen und warte auf die Support Flash. Das heißt, als erstes, was ich mache, ist immer gucken, wie stehen meine Mates da und was kann ich anbieten. Wenn ich jetzt Granaten anbieten kann, dann muss ich ja schon gleich irgendwie mir Gedanken machen, okay, was kann ich flashen? Das heißt, wenn ich jetzt eben ein Mate am Y habe, dann kann ich sagen, ich flash für dir Y. Da kann man einfach eine Flash halt irgendwo hinwerfen, dass er dann mit der Flash pieken kann. Das heißt, er steht dann da, wartet die Flash ab und kann dann damit rumziehen. Genauso sollte man vielleicht auch abschätzen, zum Beispiel, dass man ein Gefühl hat oder vielleicht so was mitbekommt, wie weit die Gegner schon sind. Wenn ich jetzt super früh am Schieben bin, dann kann ich auch vielleicht sogar noch einen Molotow erstmal schmeißen, weil es mir reicht, weil mein Mate noch irgendwie relativ safe ist. Das heißt, man muss so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, abzuschätzen, was ist wichtiger. Ist es wichtiger, erstmal einen Molotow zu schmeißen und die Spieler zu unterbinden, die hinterher schieben wollen? Oder will ich erstmal eine Flash meinem Mate geben, der eh gerade schon am Sterben ist? Also, egal. Mit der dann pieken kann. Das ist das Erste, bevor ich überhaupt anfange, da irgendwie durchzubangen. Das wäre Nummer 1. Wenn ich jetzt da zum Beispiel sehe, also sagen wir, meine Mates sind defensiv, kann ich dann trotzdem sagen, ey, ich bin gleich da.
Ich kann dir durch die Smoke durchflashen oder ich kann dir irgendwie am Coffins kurz die Flash im Spot geben, wenn du peeken willst. Und kann mal da gucken. Wenn da was kommt, dann klar kann ich Flash geben. Wenn er sagt, nee, lass mal Retake spielen, dann kann ich jederzeit immer noch anfangen, durchzubangen, alles möglich zu machen. Da ist zum Beispiel wichtig auch, finde ich, der Fall hatte ich auch schon ganz oft, dass man rotiert. Vielleicht ist man sogar, ist in 3 und 3. Nehmen wir an, zwei sind B gefallen von den Gegnern, zwei von unseren Mates sind am B tot. Ich komme an, bang hier so ein bisschen durch und warte auf meine Mates, dass sie ankommen. Dann wäre es meine Aufgabe, jetzt nicht irgendwie durchgehend durchzubangen und keine Ahnung was zu machen, sondern ein bisschen mitdenken. Okay, das heißt, meine Mates kommen jetzt als Beispiel auch alle bei der Base an. Hier ist abgesmoked, also kann ich erstmal Ruins halten. Kann ich vielleicht irgendwo hinstellen, wo ich so ein bisschen gedeckt bin von Banane und ziehe einfach nur Ruins an, ob da was kommt. Wenn meine Mates dann eben nachschieben, kann sagen, hey, ich habe Ruins, Banane kann euch anzielen und wir warten erstmal. Und dann, wenn alle da sind und Granaten zücken, dann kann man auch anfangen zu sagen, okay, ich smoke jetzt auch was, pass auf, Ruins ist offen. Das ist erst am Unfallort, ist eben abschätzen, kann ich mir jetzt noch helfen? Wie kann ich denn helfen, die Sachen früh genug anbieten, dass ich eben sage, ich bin in 2 Sekunden da, kann er gleich flashen, damit er noch weiß, okay, er muss kurz defensiv machen, um diesen Support zu geben. Und wenn ich eben dann schon da bin, zu spät ist zu helfen, dann erstmal einfach nur anzielen, dass der Gegner möglichst wenig Raum noch einnehmen kann. Noch bekanntes vorsteht. Das wäre die Rotation, die Hauptaufgabe. Ich meine, da bringt es halt auch ganz viel, so als Beispiel, wenn du manchmal auch ein bisschen mal Gedanken macht, wie man supporten kann. Also auch wenn du jetzt hier, was ich jetzt als Beispiel jetzt geguckt habe, weil ich mal B spiele, wie kann ich dann A vielleicht supporten, möglichst früh. Obwohl ich ja super langsam noch rotieren brauche. Deswegen ist jetzt Inferno zum Beispiel nicht so eine ganz so geile Map wie Cache, um das Beispiel zu zeigen, weil du bei Cache als Mittelspieler sowohl schnell B als auch schnell A einfach rotieren kannst. Und hier dauert es ein bisschen. Aber du kannst trotzdem vielleicht mal gucken, ob irgendwie so eine Flash noch wirft, wie Spieler am Spot sind, die dann hier oben auf. Das heißt, wenn vielleicht einer Action noch rumkommt, dann könnte er noch davon blind werden, der Gegner. Wenn deine Mates eventuell hier auf dem Spot stehen und noch was machen. Oder genauso wie ich vorhin meinte, jetzt wirklich. Schon fast vielleicht ein bisschen too much, aber dich guckt, je nach Map, was möglich ist, um vielleicht noch eine Smoke irgendwie in Support zu geben. Wenn eben die Mates noch ein bisschen überleben und das Leben einfacher zu machen. Und die kommt. Ah, da kommt die. Ah, es geht. Weil ganz oft kennt ihr es ja selber, dass wenn irgendwie dann Action was kommt, die Mates ein bisschen blocken und dann ist ewiges Battle, weil einer vielleicht im Pitch an einem Spot steht. Und wenn die Smoke jetzt zum Beispiel noch kommen würde, für deinen Mate, der am Spot steht, der vielleicht hier oben ist, der kann dann auch schon mal ein bisschen, weiß ich nicht, ist noch besser ausspielen, einfach nur hier anzielen und kann erstmal so die Smoke ausspielen, noch ein bisschen mehr Zeit rausholen, bevor die Gegner auf den Spot drauf kommen, dass man selber noch gut rotieren kann. Jetzt zum Anker-Spieler. Was sind noch irgendwie Vorschläge an Rotation? Und wie gesagt, dieses Sprayen, weil ich habe, also das fand ich am Cache am schlimmsten so. Die Leute zu Cache, wie sie die Base reingehen, als Rotierer von der Mitte. Und erst einfach nur durch die Smoke durchsprayen. Obwohl sie so zwei Flashes haben, perfekt Mates zu supporten zu können. Oder genauso guten Move finde ich auch manchmal abzuschätzen. So klar, man kann gemeinsam retaken zu dritt. Aber vielleicht ist gerade gutes Timing da und der Mate kann sagen, ich kann durch die Smoke durchflashen. Dann finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass man vielleicht selber sich eine schlechte Flash wirft. Die Gegner diese Flash mit Absicht dodgen. Und dann die zweite gute Flash vom Mate bekommt. Eventuell hier so einen Kill rausholt beim Leger und wie er defensiv geht. Geht ja genauso klar. Muss man ein bisschen abschätzen. Der Anker-Spieler, da habe ich schon ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt, macht die Hauptaufgabe, dass, wenn ich Anker, klar, in erster Regel erstmal eine Position einnehmen, wenn ich jetzt wirklich allein am Spot stehe, wo ich defensiv gehen kann oder wo ich zumindest ein bisschen Zeit rausholen kann. Vielleicht jedes Mal Base spielen ist nicht die beste Idee, aber von Anfang ist halt, wenn ich gerade noch nicht Smoke habe, super gut. Da muss ich einfach nur warten und das ist auch wichtig, dass ich als Anker immer auf mein Utility-Management achte. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin meistens alleine B, was ich zum Beispiel auch sehe, ist, dass Leute dann B spielen, nochmal Anker sind. Anfang der Runde gehen die hier Banane rein, schmeißen so einen Molotow, warten vielleicht so kurz, ob was pusht und gehen wieder defensiv. Und sowas ist komplett weggeworfenes Geld so. Ja, es kann sein, dass vielleicht einer da durchpusht wird und einen easy Kill bekommst, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Und das halt gerade Utility weggeworfen, was einfach sehr, 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 sehr viel wert ist im Late Game. Deswegen, gerade als Anker sollte man eigentlich mit seinen, also sollte man mit der Granate, die man hat, sorgfältig umgehen und sie nur werfen, wenn es auch wirklich irgendwie Sinn ergibt.
Das heißt, wenn ich jetzt eben zum Beispiel, es kommen jetzt irgendwie zwei, drei Smokes rein, Mollys rein und dann mein Molly gegenwerf, dass ich irgendwie kurz nur ein bisschen Zeit raushole. Das macht vollkommen Sinn. Aber es ist halt dieses Spiel abzuschätzen, okay, wollen die auch nur Granaten rausbaiten, ist jetzt vielleicht schon übers Basic Level hinaus, dass ich sage, okay, ja, die smoke jetzt gerade nur Base ab, wenn sie nur Base ab smoken, wenn die wahrscheinlich keinen Go machen, also warte ich noch ein bisschen selber mit der Smoke, bevor ich gegen Smoke, um halt eben so ein bisschen zu readen, okay, die wollen Utility ziehen, bekommen sie erstmal nicht. Das sind aber Erfahrungswerte, die man machen muss. Und da kann man auch mal Fehler begehen, das ist halt ein Gamble, den man eingeht. Genau, was wichtig ist, einfach eine Position zu nehmen, die nicht All-In ist. Das heißt, erstens Utility aufsparen, so spät wie möglich einsetzen, nur sinnvoll einsetzen, wenn es sein muss. Dann eventuell auch seinen Mates ansagen, also dass man kein Utility mehr hat. Und jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt bei B wäre und die Gegner haben halt echt richtig hart B angefaked und ich musste meine Smoke rauswerfen, ich musste meinen Molly rauswerfen, muss irgendwie alles machen, bin dann noch alleine B, dann sollte ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt eine Position spielen, wo ich nicht mehr wegkomme. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe, ja, die Position ist super stark, aber wenn ich keinen Smoke habe, um mich selber vielleicht einzulöschen und da weggebrannt werde, wenn ich irgendwie keine Flash habe, Zeit rauszuholen, dann macht es manchmal auch mal mehr Sinn zu sagen, okay, ich kann den Spot nicht alleine halten, ich kann auch nicht wirklich auf Zeit spielen. Ich weiß, meine Mates sind gerade sehr, sehr weit weg, weil auch irgendwie der B-Spieler Richtung A geschoben ist. Dann muss ich halt ein bisschen safer spielen. Und dann sage ich halt, ja gut, gehe ich vielleicht Coffins hin, mache mir hier Timing Peaks und warte einfach und spotte hier so. Oder kann in der Base stehen und ein bisschen spotten. Und dann, wenn die drauf kommt, vielleicht noch ein bisschen auf Gefühl durchbangen und dann Retake ausspielen. Anders geht's halt nicht, wenn du keine Utility hast. Das heißt, du musst halt auch deine Position anpassen an das, was dir gegeben ist. Weil ich kenne auch viele Spieler, die einfach, die spielen halt jede Runde Y und egal, ob sie Equipment haben oder nicht, die stehen halt dann halt hier. Und wie gesagt, manchmal ist es ja auch gut, was zu machen, was nicht so erwartet wird, weil dann eben vielleicht nicht jeder, weiß ich nicht, wobei man es so oder so erwarten, dass du am Spot stehst. Aber manchmal macht es auch Sinn, dass du einfach All-In gehst. Aber ich finde, es ist besser, erstmal zu wissen, was die schlaue Variante wäre, wie man es eigentlich sozusagen richtig ausspielt in Sachen, ja, wie man es safe ausspielt. Wenn ich das verstanden habe, wieso das jetzt safer wäre, dann kann ich anfangen, auch irgendwas zu spielen, was jetzt eben vielleicht unsafe ist, weil ich eben ein Read habe oder das Gefühl habe, das wäre jetzt vielleicht die bessere Antwort, weil die Position noch nicht gespielt habe. Und da, wie gesagt, gucken, was man an Equipment hat. Wenn ich jetzt Equipment eben habe, kann ich super gerne Y spielen. Kann ich auch erstmal reinzielen, vielleicht einen ersten holen und dann, wenn die Gegner kommen, mir selber vielleicht irgendwie Smoke werfen, ein bisschen Zeit rausholen. Wenn noch irgendeine scheiß Flash hat, auch nur ein bisschen Zeit rausholen. Einfach nur gucken, dass ich hier überlebe. Und da ist wirklich dann seine Aufgabe, der am B-Spot, wenn man auch hier steht, ist scheißegal, einfach nur überleben. Einfach nur muss man möglichst viel Zeit rausholen, dass die Gegner so vielleicht mal ein paar Sekunden noch warten und eben nicht gleich drauf rushen. Kurz blind werden, defensiv gehen, damit meine Mates kommen können, rotieren und mir dann die Flashes geben. Und klar, wie gesagt, wenn ich jetzt eben weiß, mein Mate macht gar nichts an, also ich weiß, rotieren kann, er sagt gar nicht, ich kann eine Flash geben, dann muss ich halt rechnen, okay, ich werde keinen Support bekommen, muss halt dann gucken, ob ich da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, dann eben doch irgendeinen Move mache und er die Smoke versucht auszuspielen. Dann gucke ich vielleicht da irgendwie um die Smoke herum, tanze einfach so möglichst viel Zeit raus, will er trotzdem auf den Kill gehen. Weil einfach dann nur hier dazustehen, wenn kein Support kommen wird, also keine Flash kommen wird, dann bin ich ja selber ein bisschen gefangen. Weil das ist ja dieser Nachteil. So dann, klar, ich habe Zeit rausgeholt, aber wenn meine Mates abgesmoked sind und mir nicht helfen können, nächsten 15 Sekunden, dann bringt es auch nichts, einfach nur hier stehen zu bleiben und dann von zwei Seiten gesandwiched zu werden. Dann kann ich halt eher mal einen White Peak machen und noch All-In gehen, vielleicht einen Kill holen und gucken, was ich noch an Kills rausholen kann. Das heißt aber auch, wie vorhin, ich würde gerne so ein paar Positionen zeigen, die ich jetzt nicht so gut finde. Das heißt, wenn ich angenommen, ich bin B-Anker und ich habe einen vollen Gürtel noch, so eine Position hier kannst du nicht spielen als B-Anker. Ist einfach komplett All-In. Klar, wenn du dann irgendwie die Gegner überrascht und so zwei Kills rausholst, wenn dich Leute feiern, aber das Risiko ist super hoch. Wenn da ein guter Go kommt mit ein paar Flashes, du bist komplett blind, hast keine Rückzugsmöglichkeiten, ja, und kannst easy gefragt werden und vor allem mit dem vollen Gürtel ist sowieso GG. Weil es gibt mittlerweile genug Teams, die aber vielleicht vorkontakten oder halt relativ explosiv spielen. Das heißt, explosiv würden hier so vorne an der Kante stehen, geben sich dann Flashes und rushen einfach drauf. Dann habe ich auch keine Zeit zu reagieren. Wenn ich dann einen Molotow ziehe, dann bin ich auch schon tot, weil die rausgerannt kommen. Das heißt, wenn ich Equipment habe, Position einnehmen, wo ich ein bisschen Zeit rausholen kann, sei es Y, sei es die stärkste Position, sei es vielleicht Dark, ist jetzt semi-stark, sei es auch immer ein bisschen passiver spielen an Coffins,
Oder eben meine Lieblingsposition, wenn ich weiß, ich habe Equipment da und habe einen vollen Gürtel, dann spiele ich Base. Ich kann spotten. Weil ich spottet werde, kann ich noch kurz ein bisschen warten. Wenn die selber absmoken, smoke ich ab. Wenn ich denke, okay, die werden vielleicht durchpushen, gebe ich mir selber noch eine Flash. Warte kurz, ob sie durchbangen und steige aus der Smoke raus und kann so ein bisschen gucken, ob da durchrushen will und kann aber Zeit rausholen. Also wenn ich einen vollen Gürtel habe, ist das für mich die beste Position. Weil ich einfach da super viel Zeit rausholen kann. Weil selbst wenn ich sogar absmoke und die pushen da durch, kann ich einen Molly hinschmeißen und die Mates, die nachkommen wollen, unterbinden. Hab nur einen Gegner, der auf dem Spot vielleicht drauf ist. Ist halt für mich die stärkste Position. Weil die Position kannst du erst ficken, wenn die Gegner wissen, was, dass du sie die Runde machst und dann ein bisschen Anti-Strat spielen. Dann wird es etwas schwerer. Genau. Und eben, wie gesagt, wenn ich auch gar kein Equipment habe, auf jeden Fall eine Position einnehmen, wo ich eigentlich zurückfallen kann. Angenommen, ich habe keinen zweiten Spieler da. Wenn ich einen zweiten Spieler da habe, ist alles ganz anders. Dann kannst du auch Setups machen, wie du willst. Aber da auch nochmal so vielleicht kurz drauf einzugehen, weil manche jetzt sagen werden, weil ich kann auch wirklich gute Spieler, die einfach, also verdammt viel Elo haben, was nicht heißt, dass die gut sind, aber sie sind nicht schlecht im Spiel. Die auch halt eben wirklich mal gerne irgendwelche Granaten verbraten. Also diesen scheiß Molotow am Anfang sehe ich so oft von Leuten, damit die einen Rush unterbinden. Aber ganz im Ernst, also, okay, wir nehmen an, die rushen, die sehen den Molotow. Und dann warten die 5 Sekunden. Und kein Mensch, also auch wenn die jetzt am Anfang der Runde hier stehen und die sagen, ja, B für die Granaten könnte B Rush werden. Klar, dann schiebt kurz vielleicht mal für eine Sekunde den Mate von lang, denkst du, ja, okay, wird B. Und dann heißt es, ja, nee, ist lang, ist leise und er geht wieder zurück. Also, so, ich verstehe noch nicht ganz den Vorteil, dass du einfach direkt Mollys, ohne dass irgendwas gespielt wird. Es ist was anderes zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will zu viert A spielen die Runde. Will aber nur Gegner ganz kurz aufhalten, dass sie nicht Vollgas geben. Und dann wollte ich einfach mal kurz und gebe meinen Mates ein bisschen Zeit, mal A was zu machen, damit ich ein paar Sekunden länger am B habe und vielleicht nicht irgendwie, ja, dann so ein Rush noch eher auffallt oder möglichst früh höher, weil sie an den Molotow flushen werden. So, okay. Wenn ich zu zweit B stehe, dann halt ihr aufheben und warten. Und wenn ich halt eben wirklich was schmeiß, dann gemeinsam. So. Wenn ich diesen Molotow schmeiß, dann muss mehr kommen. Dann muss halt eben der Molotow fliegen. Und dann muss aber zeitgleich auch noch ein Gameplan da sein. Sei der Plan, sei es auch, dass der Plan ist, dass hier Mollin und Doppel-HE zum Holz, weil ganz oft einer von den Banane reingeht, dann vielleicht können wir den auch early naden. Mal sowas zu probieren, klar, geht vollkommen klar. Ist jetzt irgendwie gar kein Ding zu sagen. Ja, ich will jetzt hier Mollin und dann Sandbag stehen und dann, wenn der Molly weg ist, will ich von meinem Mate eine Flash bekommen, eine Tapsen-Flash, mit der ich reinpiegen kann oder sowas. Dann ist alles okay. Ist einfach ein Read, den man halt vielleicht hat. Also ich denke, das könnte gerade ein guter Counter sein. Der Spielweise von den Gegnern. Aber wie gesagt, da muss halt so ein bisschen noch ein Gameplan dahinter sein, wieso jetzt der Molly kommt, was der nächste Step ist, um diesen Raumgewinn, den man hier hat, auch zu nutzen. Weil einfach zu sagen, ich habe die Gegner aufgehalten für 4 Sekunden, ja, dafür jetzt $600 wegschmeißen. Muss jetzt ehrlich nicht sein. Und das ist eh eine Sache, das merkt ihr nämlich, das habe ich ganz viel gemerkt, wenn ihr gerade zu einer dritten, vierten Division spielt, jetzt mal allgemein, vielleicht so wechseln wir eher ins Thema Inferno, dass die beste Taktik ist, was man als Team, als CT lernen kann. So klar, du kannst aggressiv spielen und du kannst irgendwelche krassen Moves machen, also das muss man auch drauf haben. Aber es ist so unglaublich stark, wenn wirklich jeder im Team einfach nur sehr, sehr gut seine Granaten nutzt. Und die wirklich schlau nutzt. Weil das habe ich auch gemerkt, als ich dann, selbst wenn du sogar ein bisschen höher spielst, als Beispiel, wir hatten jetzt neulich Gegner, die waren aim-technisch oder skill-technisch, würde ich sagen, deutlich unterlegen, was es anging. Also was alles anging. So Einzelskill, vielleicht irgendwie Spielverständnis. Also individuell einfach. Wenn jetzt ein Facet-Pack wäre oder so und die alle sich nicht kennen würden, wäre einfach jeder Spieler von uns besser als der Spieler gewesen. Und trotzdem haben wir uns dann zum Teil so schwer getan auf einer Map, weil einfach die Gegner hart geschimmelt haben. Also es ist auch oft in der dritten, vierten Division, was jetzt eigentlich, also ist nicht negativ gemeint im Sinne von, was ist das für ein Lapp, sondern nee, schimmeln mache ich auch gerne, weil es einfach gegen viele Teams schon vollkommen ausreicht.
Als wenn die T's anfangen, einfach wirklich nur abzuaimen, 5 Jahre lang zu warten und dann immer langsam vorgehen und dann irgendwie kurz vor Schluss halt ihre Go spielen. Wenn du dann, wenn wirklich jeder im Team einfach nur schlau mit den Granaten umgeht, die haben keine Chance. Die haben keine Chance. Die können noch so irgendwie sogar krass reinlacken, irgendwie euch umschießen. Die haben dann keine Chance gegen Utility. Weil ganz viele Teams, die schimmeln ewig lang, warten dann und dann, ah, wird Banane abgesmoked, lass nochmal warten, wird nochmal Banane abgesmoked, nur noch 20 Sekunden, ja okay, lass Go machen. Und dann 20 Sekunden vor Schluss machen die einen Go mit ihren 3 Smokes, Molotovs, machen ihren kompletten anstudierten Astralis Go. Und du musst nur dastehen, einen Molotov hinschmeißen und die sind überfordert. Noch irgendwie 20 Sekunden auf der Uhr und die rennen da alle schön durch, noch in der HE rein und sterben einfach. Oder in die Flashes. Das heißt, wenn einfach auch, aber genauso auf dem A-Spot, dann eben auch nicht jede Runde durchgehend mit der absmoken nach 10 Sekunden und sich mal sagen, okay, lass einfach mal mit der, ich ziehe hier rein, du schießt hier in der Ecke, einer deckt gleich im Pit erstmal, weil die eh immer schimmeln und langsam spielen, keine Explode spielen. Und wenn sie die anfangen, selber zu smoken, smoke ich die mit der ab. Und einfach auf Zeit spielen. Oder auch mal sagen, okay, nach einer Minute haben die noch nicht mal mit dir oben eingenommen. Lass auf Zeit zurückfallen. Lass einfach lange hier defensiv stehen und lass einfach einen Crossfire auf dem Spot machen. Und dann, wenn die anfangen, irgendwie vorzukommen, dann eben Equipment zu verbraten. Dann Molly hinzuschmeißen. Na, vielleicht ein bisschen weiter, dass er nichts vorpusht. Dann sich eventuell auch selber irgendwie eine Smoke zu geben und die irgendwie abzublocken. Weil dann ist es super eklig. Aber dann müssen halt wirklich alle mitziehen. Also, sobald du ein, zwei Leute im Team hast, die Granaten verbraten, sind halt gerade die wichtigen Granaten, die dann zum Schluss fehlen, um diesen Go aufzumachen. Wir können mal kurz vielleicht auf eine andere Map wechseln und auch da so ein paar Sachen in Sachen Rotation aufzeigen. Weil witzigerweise finde ich jetzt auch Mirage eine Map, wirklich habe ich sehr selten gesehen. Spieler, die ja mehr oder weniger rotieren oder einfach mal sagen wir ein bisschen variabel spielen, ist wirklich gut aufspielen. Als Beispiel, der Jungle-Spieler, den es einfach in jedem Team gibt. Das heißt, auch für Mirage spielst du auch ganz oft zu dritt mit dem oder weniger. Du hast vielleicht einen, der A steht, sei es entweder steht als Safe in der Base oder am Spot irgendwo. Du hast einen Window, du hast einen Kurt, du hast einen Connector, der spielt. Das war mit der Gegend. Ja, wirklich sehr, sehr viele Teams irgendwie. Müssen mit dir lassen. Macht ja auch Sinn. So. Wenn dann Argo kommt, was viele machen, ist genau wie das Gleiche. Gegner smoken hier ab. Weil die so ganz langsam, wie alles reinkommt, der Smoke kommt. Was machen die? Gehen vom Jungle dann weg und denken sich, ja. Komm, ich mache ein geiles Move, ich bin jetzt mal hier durch. So haben wahrscheinlich irgendwie in 10 Games dann, oder wenn sowas passiert ist, von 10 Mal irgendwie zweimal einen Kill geholt und denken sich, okay, das war jetzt, das lohnt sich ja voll, weil ich immer einen Kill hole, wenn ich da durchspray. Aber das ist genau das Gleiche, so auch wenn ich jetzt nicht unbedingt im Sinne von B rotiere, sondern eher mal von der Mitte hierher rotiere, doch da meine erste Aufgabe, genau das Gleiche zu sehen, okay, wie stehen meine Mates, was kann ich für sie tun? So klar, wenn ich jetzt einfach nur einen Mate habe, der City Base steht, und einfach nur passiv spielt und einfach nur spottet und sagt, ja, komm A, und dann macht sie die Base reingeht und selber ein bisschen durchbankt. Dann klar, also man muss auch ein bisschen Gameplan auf Mirage haben, zu sagen, wir spielen jetzt A Retake. Dass du dann durchbankst, macht vollkommen Sinn. Da ist halt wichtig, natürlich, du musst wieder dich als Team ein bisschen absprechen, weil jetzt nicht alle Personen hier durchbanken, auch deren Stairs durchbankt. Dann kennt ihr es ja selber, und dann gibt es so einen wilden Hund, der sagt dann, ja, Mate, flashe mal, geh dann hier Stairs durch und alle sind blind. Deswegen auch da muss man so ein bisschen mitdenken und gucken, okay, was machen die Mates? Wenn ich schon sehe, dass mein Mate hier durchgehend durchbankt, kann ich vielleicht eher so ein bisschen Anti-Flash stehen und gucken, ob hier was durchpusht auf Timing. Wenn mein Mate reloadet, den auch so ein bisschen deckt und dann die Granaten wirft und sagt, was man alles werfen wird. Aber angenommen, was auch viele Leute spielen, dass man eher auf dem Spot ausspielt, dass vielleicht einer unter Holz gerade in eine super starke Position oder vielleicht auch einfach einer, der am Default spielt. Das erste auch wieder zu sehen. Wo steht mein Mate? Wie kann ich ihn supporten? Und vor allem, was ist hier wichtiger? Einzuschätzen, ist jetzt eine Flash wichtiger erstmal, ist ein Molotov wichtiger? Weil ich würde immer sagen, wenn ich jetzt hier mal rotiere, je nachdem, ob ich jetzt Stairs oder Jungle-Spieler bin, und ich sehe A-Smokes kommen, das, was ich mache, ist erstmal Haus-Molotoven. Damit ich jetzt meinem Mate insofern helfe, dass er weiß, okay, kannst von Haus, muss im Haus keine Sorgen machen für die nächsten 10 Sekunden, muss nur gegen Action fighten. Und von dann aber natürlich, klar, ich Molly House und sag dann, ich kann irgendwie dich flashen. Und dann irgendwie eine Flash zu geben. Mit der er irgendwie dann noch rumziehen kann.
Da vielleicht auch, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine irgendwie Fixpunkt-Flash, aber man muss sich mal ein bisschen Zeit nehmen, auf den Server zu gehen. Wenn ich jetzt sage, ich bin eh meistens Windows-Spieler oder ich bin meistens Connector-Spieler, Zeit zu nehmen, auf den Server zu gehen und zu überlegen, naja, wie kann ich die Flash werfen, um den Fixpunkt, also, ich glaube nicht weit genug, die natürlich so kommt, dass wenn auch hier einer steht, auch ganz okay, auch der blind ist, dass auch wirklich hier alles blind ist, was irgendwie draußen steht. Um sich mal so ein, zwei gute Flashes zu gucken. Man muss jetzt nicht irgendwie so einen heftigen Fixpunkt suchen für jede Flash nach dem Motto, okay, ich muss jetzt hier, weiß ich nicht, diesen schwarzen Punkt am Boden finden, mich ans Geodreieck hier anlegt, so da rüber gehe, da runter, links, rechts hoch und dann eine Flash finden, dann kommt die perfekt. Aber so ganz grob halt, okay, ich weiß dann, wo ich hier so hinstellen und da oben so anzielen, dann kommt die vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast nicht richtig. War von Vorteil, weil einfach so eine gute Flash alles ausmachen kann. Wie gesagt, wieder einschätzen, besteht mein Mate. Woll ich zuerst, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein bisschen late bin und der sagt schon, Action raus, Action raus, Action raus. Dann den Molly werfen wir vielleicht schon fast fatal, weil einfach die Zeit schon so knapp ist. Natürlich die Gegner ganz oft auch gerne direkt dann gegen Holz rumpushen. Und dann werden die Flash wichtiger. Das heißt, wenn mein Mate muss auch unter Holz oder ja, in dem Fall vielleicht der Anker wieder, ansagen, so ein bisschen was los ist. Sind die Action raus oder kommen die erst gerade A? Wenn er sagt, ja, irgendwie A, go, dann kann ich erstmal einen Molly schmeißen. Ich aber höre schon Action raus, Action raus, Action close. Dann vielleicht mal lieber sagen, ich schmeiß mal eine Flash mit meinem Mate. Und auch da wieder ansagen, auch anbieten. Also auch der unter Holz, weil ihr müsst euch vorstellen, so klar, könnte der sagen, kann mir eine Action Flash, aber manchmal bist du halt so im Fokus, so im Tunnel, weil die Steps hörst jetzt nicht irgendwie Ding noch irgendwie aufs Radar guckst, ah, da ist mein Mate, was für ein Gürtel hat der, ah, zwei Flashes, ja, hey, Hans Günther, kannst du mit dem mal Action flashen? Noch da am besten selber anbieten. Hey, ich kann dir gleich Action flashen. Action Flash kommt und dann was ansagen, wann die kommt. Und er weiß dann, okay, ich kann mich so ein bisschen nach dieser Flash, nein, nach dieser Flash so ein bisschen richten. Und da wäre es gleich, wenn ich, ist ja auch für mich, für euch auch sehr wichtig zu, also wie so ein Hinweis, den ich wichtig finde, ist, dass wenn du unter Holz spielst, solltest du idealerweise eigentlich deine Smoke aufbewahren. Weil auch da, sobald du gemollied wirst, bist du halt ein Free Kill. So klar, du kannst im besten Fall, wenn der Molly kommt, vielleicht noch irgendwie schaffst, noch eine Flash rauszuwerfen, dann irgendwie noch so rauszupushen, vielleicht ein, zwei zu holen. Aber ich bin Fan davon, wenn du halt irgendwie die Zeit rausholen kannst. Das heißt, da kommt Molly, du löschen Molly, wenn sie selber irgendwie eine Kack-Flash gelb, Flash geben, dass sie einfach nur die nicht so hart pushen, auf deine Mates warten, damit der Flash dir den Support geben. Genau. Das gleiche ja auch, wenn du die voll stehst, das auch dann sagen kann. Also, dann sagen kann ich brauche eine Flash und dann mit den Flashes auch Peaks. Auch das manchmal finde ich auch wichtig, habe ich jetzt für mich gemerkt, wenn Mate mir ansagen kann, ich habe zwei Flashes. Weil wenn ich jetzt weiß, mein Mate zwei Flashes hat und er sagt, er schmeißt die erste Flash, dann will ich halt nur vielleicht so einen kleinen Peak setzen, weil ich hier einen holen, defensiv gehen, sagen, ja, Flash nochmal und dann Flash nochmal, kann nochmal rumpeaken. Weil wenn er zwei Flashes hat, bin ich sogar meist besser, mit der zweiten Flash in zu gehen. Der kennt es ja selbst. Eventuell seid ihr dann, kommt die erste Flash, ihr seid blind. Die Gegner fangen an, blind zu schießen, können euch weglacken. Wenn dann die zweiten Flash mal einen Bite-Peak macht, dann sind die halt immer noch so blind, kommen die zweite Flash und das Cross ist schon gar nicht mehr so gut platziert, weil die halt auch irgendwie blind schießen und dann sich ein bisschen bewegen und dann auch irgendwie in die Gegend reinschießen. Aber auch da halt eben abschätzen, okay, mache ich jetzt einen kleinen Peak und eine zweite Flash, kommen der zweiten Flash irgendwie mal weiter rumziehen und guck, was ich, ob ich ein bisschen mehr rausholen kann. Aber wie gesagt, ist auch so eine Sache, ist das gleiche auch für ein Connector-Spiel, dass auch der gleich weiß, okay, ja, kommt. Molly Haus. Genau so. Super Haus, Molly. Molly Haus. Und kann dann, okay. Und kann vielleicht noch eine Flash meinem Mate geben. Mit der irgendwie rumzieht. Und das halt, oder genauso auch die Flash, die man vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Mittlerweile finde ich geht. Das habe ich auch schon ein paar Packs gemerkt. Dass auch mal gerne der Spieler dann hier irgendwie die Base Flash, das heißt, man kann auch die Base Spieler auch eventuell aus der Smoke mal kurz rausgehen, vielleicht einen Kill holen, wir defensiv gehen, oder eventuell mit dieser Pop Flash dann ja Flash vor Ticket fliegt, kurz hoch, genau, irgendwie einen Kill setzt, wir defensiv gehen. Doch da gibt es ja mehr Möglichkeiten, als nur den Spieler unter Holz zu supporten, was er machen kann. Genau. Was gibt es noch für Maps? Das 2. Ja, das 2 ist ein bisschen tricky. Ich meine, ja, das 2 gilt ja im Endeffekt das gleiche auch. Jetzt mittlerweile ist das System klar. Mirage, oder 2. Kammerband.
Overpass auch noch eine gute Map mit guten Rotationswegen. Ah, genau, eine Sache, die mir noch einfällt. Mal kurz die Maps noch durchgehen. Das 2 ist ja insofern Spezialfall, dass ich auch, weil ich einen habe, der mit dir steht, dann wirklich mal oft rotiert, aber die meisten, die da rotieren, dann ist der B-Spot schon meistens weg, wenn ich ein A-Spieler bin und zu B gehen will. Aber als Rotierer, klar, ist genau das gleiche. So, wenn ich jetzt rotiere, lass eine Smoke, und mein Mates auf Spot nicht durchbangen, sondern vielleicht gucken, vielleicht irgendwie noch eine Flash anbieten. Gucken, wo mein Mate steht, irgendwie vielleicht hinter, irgendwie da ganz in der Ecke, kann ich sagen, okay, pass auf, dreh dich um. Ich flash irgendwie weit in den Himmel. Dann weiß er Bescheid, okay, dass er auch nicht blind wird von der Flash. Oder eben vielleicht mein Mate, der gerade irgendwie am Loch stand, sagen, okay, willst du kurz Loch peeken? Ich flash dir. Flash, geh mir peek kurz Loch, können wir defensiv gehen, oder vielleicht mal Tor reinflashen. Und ja, gucken. Aber da natürlich auch Support. Bei A ist halt, ja, ist ein bisschen Spezialfall, weil die Gegner selten komplett durchgasen, aber da kannst du auch irgendwie sagen, ich kann lange die Smoke durchflashen, oder ich kann, keine Ahnung, wenn die jetzt irgendwie kurz durchkommen, ich kann in die Luft flashen, kannst dann von der Schrägen pieken, auch da erstmal gucken, wie kann ich supporten, was für Granaten, irgendwie, ne, krieg nicht hin. Was für Granaten kann ich da werfen, um ein bisschen um das auch Zeit rauszuholen. Sich auch mal so ein bisschen halt wirklich Gedanken machen, was für Mollys kann ich werfen. Also die Molly habe ich noch nie geworfen, aber denke ich mir, ein bisschen auch tricky, weil wenn da daneben kommt, ist halt ein Mate ficken. Aber mal schauen, so was man an Granaten findet, die vielleicht Sinn ergeben. Was ich noch sagen wollte, ist nämlich, aber zeigen wollte, ist nicht eingefallen, bei Inferno zum Beispiel, dass man auch manchmal sich auch ein bisschen gedacht. Servus, Tom. Ja, bisher nur ein bisschen am Husten, aber es sieht noch gut aus. Immunsystem ist stark. Dass ihr jetzt euch mal die Zeit auch nehmt und euch Gedanken macht, welche Position spiele ich und welche Laufwege habe ich oft. Das ist jetzt nicht eingefallen ist. Es gibt manchmal die Situation, dass man vielleicht über Banane rotiert und noch ein Spiel am Spot hat. Also als Beispiel so irgendwie Slate in a Round, man hat die Mitte ausgeschlossen und dann heißt ja, die machen gerade B-Go, man will hinterher pushen. Oder auch eine Flash. Dann meldest du auch mal am Spot der Y. Kannst auch genauso sagen, warte, ich flash für dich und vielleicht so eine Flash mal anbieten. Also ich einfach mal Gedanken machen, wie rotiere ich meistens? Oder gab es schon diese Situation, dass ich vielleicht über Banane laufe, dass man auf dem Schirm hat, egal wo du bist, eventuell kann man noch eine Flash anbieten. Auch die Flash kann einfach spielentscheidend sein. Und sich, wie gesagt, einmal kurz durchspielen, okay, wie rotiere ich meistens, was könnte ich hier machen, was für Flashes könnte ich anbieten. Wie auch vorhin erwähnt, irgendwie so eine Flash, die jetzt gar nicht so naheliegend ist. Wenn gerade wirklich voll viel Action ist und die vielleicht so ein bisschen Hilfe braucht. Einfach nur mal, um. Es kann diese halbe Sekunde sein, wo der Gegner so ganz kurz angeflasht ist und eben nicht diesen Kill am Spot macht und dann meldet er durch zwei, drei Kills rausholt. Genau. Aber ja, das wäre es eigentlich so, was mir jetzt alles einfällt zum Thema Rotation. Das heißt, ich würde noch einmal zusammenfassen auf der letzten Map. Overpass. Nochmal abschließend und dann werde ich mich ein bisschen warm game fürs Internet Damage Spiel. Aber immer überlegen, also gerade als Rotierer ist eine einzige Hauptaufgabe, erstmal nur zu supporten. Das heißt, du bist halt erst am Unfallort da, du musst einschätzen, was ist gerade los. Wie viel Chaos ist da oder wo sind die Gegner ungefähr? Wo sind meine Mates? Das muss immer während dem Rotieren einen Blick aufs Radar werfen und erstmal so ein bisschen Situation einschätzen. Wo sind die Gegner? Was kann ich tun? Du kannst sogar als B-Spieler, wenn du rotierst, auch einfach sagen, ich kann hier vor A flashen. Das heißt, wenn die Gegner jetzt einfach gerade irgendwie, heißt ja, die kommen gerade Action vor oder so, und wenn du am Spot kannst du genauso irgendwie den Support-Flash geben, sagen, pass auf, ich flash hoch in die Luft. Ich am Spot und dann weiß der Spieler am Spot vielleicht, okay, ich soll jetzt nicht so reinzielen oder hier so reinzielen, sondern ich bleib defensiv mit der Flash und peek danach rum. Also, erstmal gucken, wo sind meine Mates? Wie kann ich die supporten? Also am besten schon mal vielleicht Flash in die Hand nehmen, wie kann ich supporten? Kann ich überhaupt supporten, welche Granaten habe ich und die da dementsprechend anbieten. Das heißt, ich muss immer selber anbieten und sagen, pass auf, ich kann vor Spot Flash, Vorsicht, Flash fliegt, vermutlich nicht.
weil die Flash fliegt und dann die Flash geben. Und dann trotzdem einfach rotieren. Oder wie ich vorhin auf Inferno gezeigt, wenn ich jetzt vielleicht als, schon relativ schnell da bin, bevor die noch gekommen sind, dass ich auch dann gucke, welche Granate macht jetzt noch Sinn zu werfen. Das heißt, immer erstmal auf den Gürtel schauen. Und klar, im Worst Case, ich komme an, habe gar keine Granaten mehr, kann null supporten. Dann kann man auch irgendwie anfangen durchzubanken, durch den Smoke durchschießen und hat man holt ein. Aber auch da hat ja vorhin erwähnt, dass es auf Ohr passt, kann man es nicht ganz so gut zeigen, aber vielleicht rotiere ich und gucke einfach nur als Beispiel, ich rotiere jetzt. Wir haben jetzt B eingenommen und dann meine Aufgabe zu sagen, naja, ich gucke jetzt erstmal, dass sie vielleicht nicht mehr Raum einnehmen und ziele erstmal nur so ab. Ob eventuell einer kurz piekt, dass sie nicht Base hier reinpushen. Wenn ich jetzt einfach zu spät da bin, die Spot eingenommen haben. Auch da nicht jetzt irgendwie All-In genommen, wie durchbang durchgehen. Einfach nur erstmal halten, bis die Mates da sind, damit dann möglichst wenig Raum noch hergegeben wird, man dann gemeinsam mit ihnen decken kann. Ja, das wäre es zum Thema Enkarnation. Noch Anmerkungen habt, gerne her damit. Aber ja, das Hauptding, was man so die Erfahrungswerte zu sagen, wann flash ich, wann molotov ich. Am Anfang wird wahrscheinlich ein bisschen zu oft dort zu früh eine Flash werfen, bevor die Gegner da sind. Also man muss auch abschätzen, jetzt wie am Arsch mit einer sagt. Ich glaube, ah, kommt was, muss ich nicht gleich sagen, ah, kommt was, ja, ich flash 10 Mal, Flash fliegt, Molly fliegt. Und kurz ab, irgendwie mal auch, wenn man merkt, okay, ist ein bisschen Zeit da. Schade, ist ein bisschen Zeit da, kann man auch sagen, ich könnte euch flashen, soll ich Action flashen? Nee, die sind noch nicht gar nicht da, ah, okay. Und ich kann wieder gucken, was ich machen kann. Was wichtig ist, einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, mal öfter einen Blick aufs Radar zu werfen beim Rotieren und mehr darauf zu achten, was man überhaupt im Gürtel hat und wie man das anbieten kann. Wenn man das schon macht, wird der Rest von selbst kommen. Und je länger ich spiele, umso einfacher wird es mir fallen, die richtige Entscheidung zu treffen.